sammle mir mal ein paar Ringe ein und sage damit Tusch und Trommelwirbel. Herzlich willkommen zu unserer 100. Phasmophobia-Folge. Unser Jubiläum. Und das möchten wir auch mal nutzen, um mal Danke zu sagen, weil Phasmophobia bei uns auf dem Kanal einfach ziemlich gut läuft. Wir da wohl viele inzwischen erreicht haben, die uns dabei gerne zuschauen. Ich meine, wir spielen auch noch andere Sachen, die sind haben aber längst nicht so viel Interesse irgendwie. Ich hoffe, das ändert sich bei manchen Spielen dann noch. Oder ihr könnt ja auch mal, wenn ihr mögt, mal schreiben in die Kommentare, was ihr vielleicht mal gerne sehen würdet, was wir spielen könnten. Und wenn uns das gefällt, dann machen wir das dann vielleicht auch. Also wenn uns das gefällt, machen wir das sogar mit Sicherheit. aber es gibt natürlich keine Garantie. Ja. Das dazu. Also wir haben auf jeden Fall immer wieder andere Spiele noch im Programm. Aber solange uns mit Phasmo weiterverfolgt, freuen wir uns auch sehr. Und wir würden uns auch freuen, wenn die, die bei YouTube zuschauen und vielleicht noch nicht bei Twitch sind, vielleicht uns da auch folgen. Mein Twitch kostet ja auch nichts, wenn ihr da mal keinen Account haben solltet oder so. Einfach schnell einen anlegen. Da sind wir immer jeden Mittwoch live mit Phasmophobia. Immer für 3 Stunden circa. Manchmal auch 4. Ja, und in dieser Folge, die wird ein Tick länger als üblich. Wir machen wieder 3 normale Häuser und danach gucken wir mal, werden wir auf jeden Fall noch was Größeres machen. Eventuell die Irrenanstalt. Das schauen wir dann mal. Und Lexi ist ein bisschen krank, aber wir haben ja keine Pillen. Das ist das Problem. Auf jeden Fall, ja, geht es jetzt einfach los. Wir spielen wieder erstmal normal und wir spielen auch, was man so normal nennt. Was machst du da? Ich mach doch gar nichts. Ich würde dich die ganze Zeit laufen. Ich mach gar nichts, ich stehe an der Tafel. Lustig. Okay, wir gehen jetzt nach Edgefield ins Street House. Ich bin bereit. Ja, Street Café. Und ich höre die ganze Zeit die Schritte. Unglaublich. Ach, wo ist die Partybeleuchtung, was man braucht? Ja. Fassbar. Ja, auf jeden Fall, wir freuen uns, dass ihr uns weiterhin so die Treue haltet und hoffen, das bleibt dann auch noch so. Und wir hoffen, dass ihr dann nicht irgendwann die Lust verliert, Phasmophobia zu gucken. Wir verlieren auch nicht die Lust, es zu spielen, weil Phasmophobia hat ja einen echt guten Langzeitspielwert. Du musst einfach mal wieder sterben, wenn du die Quote ein bisschen halten kannst. Ja, für die Quote muss man schon mal einen Tod hinlegen, ab und zu. Ja, wir wollen Kerze ausblasen. Geisteszustand wird unter 25, das wird auch mal eine Aufgabe. Und den EMF da. Wir brauchen Kerze ausblasen. Wir brauchen Kerze ausblasen, das ist. Nicht überall sagen. Das ist aber sehr korrektes Deutsch, von da, wo ich herkomme. Ich herkomme, du. Eine Spieldose gehabt übrigens. Ja. Was denn? Oh, mir hat's Pitting gemacht. Pitting? Ja, aber der Tür. Der Tür, der Tür. Der Tür, der Tür. Der Tür? Hast du die richtige Tür gefunden, oder? Nee. Ich habe einen Knochen gefunden. Fuß. Ja, super. Ich krieg nichts hier. Nö. Nö. So, welche Tatür war das jetzt? Man weiß es nicht. Ich sollte vielleicht mal wieder mein EMF anschalten. Ich da fliegt doch schon eine Tasse. Okay, also unten. Küche. Dreier, ja, in der Küche. Ein Dreier in der Küche.
Na gut. Buch. Salz. Ja. Buch Salz. Stöber ihm das mal neben die Tasse. Kann er ein bisschen ins Buch schreiben, während er Kaffee trinkt. Tasmophobie. Tasmophobie, ja. Genau. Die Angst vor Porzellan. Ja, das hört man immer wieder. Weit verbreitet. Schreib ins Buch. Hechel, hechel. Was ist das jetzt? Das war Regen? Das war nix? So, ich mache mal Dings mit und Dings mit. Ich talke mal. Nur Licht angemacht, Licht angemacht, Licht angemacht. Mach Foto, Foto, Foto. Ja, wo hat er Licht angemacht? Ja, in der Küche. Ach, im Ernst? Tatsache. Aber. Interaktion, also keine Fingerabdrücke. Sagen Sie jetzt wo nicht. Läuft bei dir. Bist du hier? Oh, da geht ein Handy. Draußen wahrscheinlich. Wo bist du? Okay, okay, okay. Hatte kurz mal ein kleines Event eingeläutet. Du solltest aber nochmal die Apotheke aussuchen. Ja, ich muss erstmal noch. Jetzt wird aus dem Event nicht nur ein kurzes Event, sondern. Ja. Eine echte Show. Was war das? Das war jetzt auch komisch. Das war merkwürdig. Was habe ich denn? 42, ja gut. Das ist ja ganz angenehm. Ja, jetzt habe ich ja immer noch meinen. Hat der jetzt hier. Wir haben gefrierte Temperaturen. Wo? Im Eingang. Ach, hier hat er auch ein Bild von der Wand gerissen. Also auch wieder so ein Urgänger. Kann ich das noch festhalten hier? Das andere Bild, das lag hier im Eingang. Oh Gott, ja. Ja, der hat hier richtig gewütet. Punk, der hat er jetzt irgendwo hat er geklopft. Kann er nur hier sein, oder? Jetzt habe ich hier kein Foto mehr drauf. Hilfe, 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 ich brauche ein Foto. Runter. Schnell. Da weiß ich noch nicht, was ob er überhaupt hier geklopft hat. Ja, aber er hat doch keine Fingerabdrücke, ist doch egal. Achso. Ja, aber dann hätten wir wenigstens eine Interaktion geknipst. Nö. Nö. Scheiße. Jetzt haben wir da auch kein Foto mehr drauf. Schon alles verballert hier. Ja. Orb. Okay, wir haben Gefrier, wir haben Orb, was haben wir noch? Noch nichts. Nichts sonst. EMF kann er nicht haben. Dann nehme ich jetzt mal wieder Sprachbox. Jetzt hat er hier gerade was geworfen, meine ich. Bist du hier? Wo bist du? Ist vorne im Flur am Wohnzimmer. Was willst du? Ich habe gerade einen Lichtschalter klicken, aber das wird wieder ein Küchenlager.
Oh. Bist du ein Kind? Bist du alt? Können wir helfen? Sollen wir gehen? Wo bist du? Im Flur ist er. Ja, aber er sagt es nicht. Er verrät es einfach nicht. Siebenunddreißig, das ist nicht so viel. Oh oh. Ah! Oh. Wartet. Was war das jetzt? Eine Mini-Jagd oder was? Nee, der hat mich einfach nur angehaucht. Ach so, aber der hat ja die Tür zugemacht, ne? Ja, das voll auf mich zu. Und ich kniete da im Flur. Ah, oh, mein Herz. So Kerzen hast du schon hingestellt. Ja, das war keine Jagd, aber das war... Ich dachte gerade, ja, weil ja auch der Monitor kurz gestört war. Ja, weil bei dir auch eben. Okay. Er kam von da hinten. Alter, ey. Oh, er hat das Buch geschrieben. Er hat das Buch geschrieben. Oh, cool. Er hat aber keine Kamera. Das stimmt, wir haben drinnen sind beide schon voll geknipst. Dann haben wir einen Revenant. Lange wir gehabt. Ach so, ich kann hier nicht knipsen. Nee, hier nicht. Ah. Was machst du denn jetzt? Ach so, das Buch mit reingebracht. Ja, das geht dann natürlich nicht. Okay. So, dann bauen wir nur noch die Kerze. Gut, hat eh nichts mehr gebracht, sie ist eh voll. Stimmt. Erledigt, komm, wir fahren. Ach so. Ach man, das hab ich gerade so schick gemacht hier. Da willst du dem Geist mal was Gutes geben. Oh, leck, ey. Ich renne da im Knien durch den Flur und sehe nur die Beine von dem Typen. Ich konnte nichts mehr machen. Boah. Okay, dann gehen wir ins Grafton Farmhouse. Und ich bin auch bereit. Ja, lass mich doch mal meinen Kaffee trinken. Den kannst du jetzt trinken. Echt, ey, hast die Backen noch dick und dann wird er nicht bereit sein. Ja, natürlich. Mach mal dicke Backen. Ja, kann ich. Oh, jetzt war es aber schnell. So, Kerze, Bewegungssensor und entkommen während einer Jagd. Nope. Ups. Oh, ich stecke im Bauch. Ich steckte. Großes Leck gehabt. Mhm. Großes Leck. Ja. Lolleck und Bolleck. Gib uns ein Zeichen. Guten Tag. Ja, da ist Strom. Da ist Hand. Aber sonst habe ich ja nichts gefunden. Ja, ist ja auch gerade das reingegangen.
sehe ich das. So, komm, hier bist du doch immer. Da. Okay, da. So unten. Oh ja, ich höre es. Le Bart. Le Bart. Links Schlafzimmer. Achso. Links Schlafzimmer, Bad. Schlafzimmer, Bad. Achso. Ja, durch Schlafzimmer, dann ins Bad. Ah ja, da liegt was. Aber ich fotografiere, brauchst du nicht mehr. Ja, ja, alles gut. Ich muss mal ja ein bisschen bremsen hier. Nein, nein, nein. Das will ich jemals Fotos machen. Kriegst du wieder deine Fotowut? Ja, ich bin nun mal Phasmograf. Ich finde keinen Gegenstand. Ja. Ah! Jetzt. Boah, sag mal. Was ist denn los? Ich habe die Kamera noch nie aufgestellt. Liefert er mir ein Geister-Event? Ui. Oh, ist aber Mist. Bist du für eine Pfeife, ey? Ich? Nee. Ich. Ja, natürlich. Ich kann da immer so schön auf antworten. Ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Was ist man für eine Pfeife? Das. Moment. Ah nee, war doch gar nicht. Gott. Ui. Schritte auch schon. Oh. Schmeißt das wieder runter hier. Ich sehe schon. Geschrittet. Ich höre schon. Ja, geschrittet. Was hat er denn geschmissen? Wird ja gleich wieder irgendwas von rechts jetzt von dir. Also was runtergeschmissen, hohen Bogen. Ja, okay, dann ist das wahrscheinlich das, was da liegt. Oh, das. Oh, das, ja. Hab ich auch gesehen, direkt vor meiner Nase. Der hat gerade voll das fette Geister-Event geliefert bei mir. Hatten wir noch was außer Dots? Nö. Noch nicht, ne? Solltest aber dich mal wieder. Ja, ja. Mal behandeln lassen. Schreib ins Buch. Zack. Ich dachte, ich sollte für die Quote nochmal sterben. Schon durch. Ja. So, was suchen wir denn jetzt noch? Ob suchen wir zum Beispiel? Ich habe noch nichts gesehen. Ja. Was ein Bier, Bier mein Bier, mein Bier. Oh. Ja, ist schwer hinzustellen. Na, ich gebe ihm mal eine Kerze. Hat aber was zu tun. Achso, warte. Ja. Jetzt wollte ich gleichzeitig losrennen. Ich schüttle nur die Kerze noch, damit ich direkt wieder raus und kann zu reden. Ich will mit dem eigentlich gar nicht reden, er hat mir eben schon Schock eingejagt. Ja, gehst du jetzt wieder? Ich weiß ja auch nicht. Kannst du aber schön bei Kerzenlicht mit ihm reden. Wo bist du? Versteht mich nicht. Ja, toll. Kannst du mal gerade mal schnieke mit ihm reden? Ja, ganz schnieke. Bist du hier? Wo bist du? I'm close. Oh!
Okay. Bist du ein Kind? Ja. Ja. Wo? Klingst alt. Was willst du? Er ist aber sehr gesprächig, abgesehen davon. Boah. Boah, wenn das mal nichts war, dann weiß ich es auch nicht, ey. Cool, Junge. Cool auch. Ja, okay. Hatten wir Gefriertemperaturen? Nee, ne? Ich meine nicht. Ich meine nichts gesehen zu haben, aber ich war jetzt auch sehr unkonzentriert, muss ich sagen. Ne, die fallen noch weg. Oh, achso, Dots, ja. Die hatten wir ja schon. Buch fängt auch weg, fällt auch weg, Fingerabdrücke. Was haben wir denn noch? Ach ja, Gästebox. Ja. Das heißt Orb, Fingerabdrücke oder EMF? Also Orb würde ich auch ausschließen eigentlich. Ja gut, ob müsste theoretisch jetzt oder er nimmst noch eine Kamera mit. Ja. Ich stelle mal noch die andere Richtung auf. Ja, weiß, das war nicht. Auch mein Gedanke. Natürlich. Was ist los? Ja, ich hab die. So, Dings weggeschmissen. Kerze, ja, Kerze hat auch ausgemacht. Gut. Ja, da sieht man jetzt auch keinen Ob. Können wir denn jetzt noch Fingerabdrücke? Das klopft aber auch nirgends irgendwie. Ja, ich geh nochmal rein. Ich weiß, was es ist. Ein Gespenst. Ach so, jetzt haben wir keinen Schritt. Das heißt, kein Orb, das haut hin. Ja. Im EMF5 müsste er haben. Okay, ja, EMF haben wir ja nicht viel geprüft. Was habe ich denn jetzt fotografiert? Gib uns ein Zeichen. Gib uns 5. High five. Komm, du bist doch ein cooler Geist. Hab ich doch gehört. Alles gibt, was du hast. Rock'n'Roll. Was ist denn mein M? Den habe ich wahrscheinlich. Aber meine müsste ja auch dann hier sein. Nee, ich glaube, das ist sogar meine. Hier vorne liegt doch noch eine. Nee. Ja. Ach, das auch. Warum bist du jetzt so still? Vielleicht weil wir zu zweit drin sind? Ist er dann schüchtern? Nee. Die ja, auch schüchtern. Ja, manchmal verhalten die sich ja dann ruhiger, wenn zwei drin sind. Give me 5. Das ist mit dem Salz auf dem Klo ist auch lustig. Gib uns ein Zeichen. Vielleicht hört er mich ja auch nicht. Ja, ja. Aber ich habe ja auch gesagt, er soll ein Zeichen geben, dann macht er auch nichts. Gib uns ein Zeichen. Jetzt. Okay. Aber 2, ja, ist ein bisschen wenig. Geht das noch ein bisschen höher? Gib uns mehr. Ich
streng dich an. Komm, wir wissen, dass du mehr kannst. Also ich würde ja sagen, drauf geschissen. Ja gut, müssen wir davon ausgehen, dass es ein Gespenst ist. Sag es jetzt einfach so. Ja. Wenn wir keinen Schritt haben, sollte es wohl eins sein. Einmal noch kurz noch. Ah, kann ich ja nicht, das ist ja Licht an. Okay. Ja, aber. Na gut, das ist aber nicht viele. Aber egal. Fahren wir. Ja, Moment. Ah, okay. Das ist gut. Jo. Okay. Eins beginnt. 16 Geisterinteraktion. So, dann geht's zur Willow Street. Und danach haben wir dann noch ein Special-Gebäude. Welches schauen wir da mal? So, soll ich mal zufügen? Bright. So, Geisteswürfel unter 25, Kerze und Räucher. Räucherspeck. Oh. Au. Spieluhr oder was? Jo. Gemein Keller war. Hm. Oben ist an. Okay. Gib uns ein Zeichen. Der schreckt immer vom Kühlschrankgeräusch. Oh, da steht eine Tür auch. So, ich wollte noch mal kurz checken. Gib uns ein Zeichen. Hallo. Da auch nichts los? Nichts los hier. Garagi, auch nichts. Vielleicht macht so gleich einen riesen Aufstand oder er ist. Ich habe nicht gewusst, wer das ist. Dann checken wir mal wieder die Temperatur. Es wirkt nach Keller. 6,5. Ja, ich glaube, der ist unten am Keller. Oder? So hier? 5 Grad.
Auf jeden Fall ist er im Keller. Ich kann ihn nur noch nicht genau orten. Okay. Weil er an mehreren Stellen Temperaturen 4, 5 Grad hat. Kann man schwer sagen gerade. Also selbst hier ist 4 Grad, 3,7 hier genau an der Treppe unten. Aber auch hier und vor der anderen Tür auch. Da, hier. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Ja, können wir später nochmal versuchen. Falls es dann noch nötig ist. Saugomat. Ich nehme mal zweimal. Oh, ja, Saugomat, genau. Ja, 41 geht. Ich nehme mal zweimal Salzdreck mit. Um da mal einen größeren Bereich abzustreuen. Da hatte ich allerdings dummerweise wieder jetzt oben den Fotoapparat. Aber egal. Oh, ich glaube, er ist reingetreten. Und Fotoapparat, schnell, schnell, schnell. Na, Bubbel. So. Aber hinten im Eck eigentlich bei mir jetzt hier. Ja gut, er hat aber hier mehrere Schritte. Er hat an drei verschiedenen Stellen Schritte. Also der ist sehr weiträumig hier unten unterwegs. Ist halt die Frage. Warte, was hatten wir jetzt? Orb. Orb. Okay. Was hast du dabei? Ich habe noch einen zweiten doppeltes Buch dabei. Okay. Ich versuche gerade mal noch mit ihm zu reden. Jo. Scheiße. Ist die Tür zu? Oh je. Ist fertig. War's, oder? Zieh raus. Alter! Der war so nah, der war so nah. Ich konnte die Tür nicht mehr zumachen von der Garage. Du warst ich war hinten in der Garage drin. Okay, du warst auf über 60 und trotzdem nicht gejagt, aber es ist kein Dämon. Alter Falter, ey.
ist es. Alter, der war oben gewesen. Der ist echt, der war in der Garage drin, hat mich nicht gefunden im Eck. Du für einer, ey. Jetzt eigentlich soll was ist denn die Box? Ja, was ist denn die Box hier? Ach da. Zweimal Schritt. Wo bist du? Steht mich nicht. Ja. Oh, da fällt schon wieder was. Boah, der war, also das habe ich ja echt kaum, vor allem es hat ja auch nicht wirklich geflackert und Co. bei mir hier irgendwie. Okay. Der hat nur gehechelt. Ja gut, die Bildstörung war noch im Monitor da, aber sonst konnte ich auch... Hat mich nicht gefunden, ey. Der war so verdammt scheiße nah. Ja. Boah. Heftelig. Sehe ich auch den Orb nicht mehr. Ja, da ist aber noch einer. Ich habe ihn eben noch gesehen. Da ist er ja. Stimmt. Kellerfenster haben wir nicht. Ne? Da geht vor allem Türen. Aber versuch mal die Box noch mal. Ah, warte, jetzt hat er gerade eine Tür angepackt. Ich höre da halt nicht. Aber, nee, der hat keine Fingerabdrücke. Vielleicht war das auch mein Glück, dass er mich nicht gehört hat. Also. Ja, ja. Schon rein. Wo habe ich denn jetzt? Ist er Dotz? Na, also. Ja, was fehlt denn dann jetzt noch? Box kann er haben. Buch hat er keins. Ja, kann eigentlich alles immer noch sein. Ja, weil 4 Stück. Aber ja, ich Fingerabdrücke kannst du ja rausnehmen. Meinst du? Ja. Ja, ich hat gerade die Tür angetauscht. Ich habe beide angeschaut mit Dings und da ist nichts. Talk ihn mal an. Friedtemperatur würde ich auch wegnehmen. Yokai oder Raiju. Mit was für ein Raiju? Haben wir jetzt noch ein zweites Buch hier? Ja, auf der Heizung. Also auf dem Ding da. Links von dir. Ja, das ist im Flur, da steht. Ach da. Okay. Na, jetzt schmeiß ich das Vodafone wieder weg. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Bist du nett? Sollen wir gehen? Können wir helfen? Da! Oder wird mir helfen? Ich hab grad Räucher. Wieder offen. Oh. Oh, der ist ja übel. Ist er, ja. Boah, der ist direkt, ich war im Klo. Ich saß im Klo drin und der rannte direkt am Klo vorbei. Ja. Gott. Anna. Gott, ich hab mich schon tot. Der war so nah dran, dass ich gedacht habe, ja, das war's jetzt. Ja, bei mir ja auch. Und dann doch nicht. Ah, jetzt bin ich erstmal. Oh, ich gehe jetzt mal wieder. Jetzt weiß ich nicht, was ich habe jetzt aber auch die Schnauze voll. Kerze stelle ich da keine mehr rein.
Aber das war echt, ich saß da ja in dem Eck und dann. Ja. Hm? Jetzt schmeißt das wieder weg. Dann solltest du aber jetzt wirklich raus. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Ja, der hat hier direkt neben mir was umgeschmissen. Also wenn er mir hier nicht antwortet, dann weiß ich nicht. Nee, komm, raus. Wir hätten noch eine Kerze, aber da habe ich jetzt keinen Bock mehr zu. Da hat er einen M5, ist mir jetzt egal. Das wird ein Raiju sein. Den habe ich gar keinen Bock mehr. Er scheint nicht besonders helle zu sein. Ja, so kann man das auch sagen. Ja, also Gästeblock ist sehr unwahrscheinlich. Für Temperaturen waren eigentlich auch nicht zu sehen bisher. Ja, dann ist es Da finde ich auch doof. ein bisschen verwirrend, weil ein Raiju, da steht drin, ein Raiju ist ein Dämon, der sich von elektrischem Strom ernährt. Ja. Ist die Frage, wenn er aus der Klasse der Dämonen ist, ist er dann auch genauso streitlustig? Weil er wird offensichtlich aggressiv, wenn die Elektrizität sie überlädt. Also Ja, Strom war ja an, aber könnte sein, dass es vielleicht ist. Aber wie gesagt, als er dich gejagt hat, warst du über 60 auf jeden Fall. Und das war naja. schon, naja. Naja, gut. Wir müssen jetzt erstmal schauen, ob es auch wirklich ein Raiju ist. Naja. Wir fahren ab, ne? Ja. Ich lasse mich da nicht mehr drauf ein. Nee. Das war ja echt. Ich sitze da in der Ecke. Tap, tap, tap. Ich habe gedacht, jetzt ist. Der kam immer näher und ich dachte, das war's jetzt. Ja, das war bei mir auch so. Ja, Raiju. Yes. Alter Falter, ey, das war ja spannend. So, nach einem kleinen Mini-Break machen wir dann noch ein Special-Gebäude extra für die 100. Folge. Dann haben wir nämlich eine etwas längere Folge auch als üblich. Soll ja ein bisschen was Besonderes auch sein. Und deshalb kommt jetzt der Cut und dann geht's weiter. So, und damit sind wir wieder da nach einem kurzen Cut und werden jetzt uns mal wieder in die Irrenanstalt begeben, wo wir ja auch hingehören nach 100 Folgen Phasmophobia. Eigentlich gehörten wir schon vorher dahin. Lexi ist natürlich auch immer noch dabei. Aber sie isst gerade deshalb. Hört Ja, man. wenn es mal wieder länger dauert, du weißt, wie das ist. Ja, stimmt. Ich will jetzt nichts sagen. So, ja, Kerze ausblasen, Geisteszustand von unter 25 könnten wir hinkriegen, vielleicht. Kruzifix, ja. Achso, wir müssen dazu sagen, was ja sehr lustig ist. Wir haben zwar einen kurzen Cut gehabt, aber wir sind ja Dings. Ach Quatsch, erzähl mal nächstes Mal drüber in der nächsten Folge. Ja, ist klar. Auf der linken Seite sieht uns der Strom. Ich kann ihn nicht erkennen. Da oben. Das sagt mir jetzt. Ah, ich glaube, Wieder reinkommst, ja. links da hinter dieser. Was ist da? Keine Ahnung. Also quasi da links, dann rechts hoch, dann wieder links und nochmal links und dann in den kleinen Raum rein. Ne? Sehe ich doch jetzt richtig, oder? Also kann ich das mal anleuchten? Ne, kann ich nicht. Ne? Kann man nicht sehen. Ne? Aber das ist doch da, das ist doch grün, ne? Grünes Dings da. Ja. Ich kann da jetzt eine Stunde drauf gucken, aber sollten dann, glaube ich, langsam mal los. Du hast schon einen Dings genommen und ich nehme einen. Nehme ich Ich habe den. Dings genommen. Habe ich gesehen. Ja, pass auf, dann nehme ich direkt ein Temperaturmessgerät aus mit. Ja, also
rein an der Rezeption links, gerade durch bis Ende, rechts bis Ende, links und dann direkt die nächste wieder links rein und da ist dann der erste Raum. Oh mein Gott, ich hoffe, ich kann mir das merken. Ah, da war ein Schatten. Mein eigener Schatten. Und ich habe den gerade ziemlich. Oh Moment, ist das richtig, was ich da eben gesagt habe? Was denn? Das fängt ja schon falsch an eigentlich, wenn ich die Karte so beobachtet habe. Aua. Ach so, ich habe die Türen nicht mit einberechnet. Boah, ich hasse dieses Gehgeräusch. Oh, wir haben einen Knochen. Ja, Wahnsinn. Hier einen Knochen zu finden, ist ja wohl. Oh Mann! Ziehe immer an den Türen. Was denn? Ich habe mir aus Versehen die Taschenlampe ausgemacht, habe mich selbst erschrocken. Ist sicher schon. Müll hätte noch jemand raustragen können. Das hier? War das hier? Das war hier. Ich bin da. Strom wird eingeschaltet. Ja. So. So weit, so gut. Den Aufzug rufen? Nee, da will ich auch, glaube ich, gar nicht rein, den Aufzug. Gib uns ein Zeichen. Vielleicht müssen wir jetzt immer Push-to-Talk drücken, damit er uns versteht. Na, das mache ich ja sowieso immer. Nee, kann Also, er ja nicht. kann er nicht, aber, nee, kann er auch nicht, weil er Er muss muss. dich ja hören, wenn er Ja, reinkommt. genau, eben. Also muss er nicht, aber. Aber er will. Ja. Muss hier eine Tür auf. Ja, wir Gib müssen uns ein abklären. Zeichen, 8,5 Grad, weiß ich nicht. Könnte das was bedeuten? Na, ich glaube eher nicht. Boah, was ist das denn? Oh, Klo. Gib uns ein Zeichen. Also viele Türen sind hier. Ja, natürlich. Ich gehe deshalb einfach nur durch die Gänge erstmal um. Ich kann doch nicht in jeden Raum jetzt reingehen gerade. Ich gehe. Geh du. Ich mag dieses Gehgeräusche nicht, ey. Kannst du da nicht mal heimlich hier rumrennen? Blablabla, ey, die flatscht aber auch. Hast mich wieder an der Rezeption. Hast du gerade eine Tür bewegt? Ja, ich war das. Weil Eieieiei. ich die falsch rum öffnen wollte, ist sie wieder zugeschlagen. Gib uns ein Zeichen. Sind die. Huch, was ist das denn? Gehen mal ab und zu auch mal in eine Tür rein, so. Wissen natürlich jetzt auch nicht, ob er eventuell oben ist. Ich hätte gerne eine Map. Ja. Aber wahrscheinlich ist es zu viel Ein verlangt. Klo wird er wohl nicht sein. Gib uns ein Zeichen. War da was? War bei dir was? Ja, ich habe eine Tür gehört, aber du hast gerade gequakt. Ich habe keine Ahnung. Da, also, da geht eine Tür. Bei mir hier geht eine Tür. Oder war das oben? War das? Ist dann natürlich die Frage. Ich höre gerade, wie du fotografierst. Das heißt, ich muss in deiner Nähe sein. Knochen? Ne, es war da einer. Ne, aber keine Interaktion. Jetzt habe ich die Tür gehört. Wenn das jetzt oben war, dann bin ich sowieso gearscht. So, ist da irgendein Dings, irgendein Gerät drin? Weiß ich nicht. Komisches Geräusch gehört gerade. Ach, der Kühlschrank, ne? Ja, das sag ich doch. Da erschrecke ich Ja, doch auch immer von dem Kühlschrank. Weil der vor sich hin summt. ich habe den aber so wie gerade noch nie wahrgenommen. Oh, Wasser. Ich hab's. Wir sind hier. Kommst du mal,
Ich muss erstmal wieder hochkommen. Hoch? Wo bist denn du? Ich höre dich gerade. Bin jetzt im rechten Flügel. Ich höre deine Schritte. Hörst du meine? Ja. Wo bist du? Da bist du, glaube ich. Ja, da. Ich sehe deine Kamera. Deine Taschenlampe. Ah ja, komm mal hier rum. Hier drin ist er. Hier ist auch der braunes Wasser reingelassen. 5,1 Grad, 3,8. Ja, ja, ist hier. Das war Tür, ne? Ja. Fünfer. Wow. Interaktion, aber scheinbar keine. So, jetzt muss ich nur gucken. Keine Fingerabdrücke, so wie es aussieht. So. So, ja, jetzt heißt es hier rausfinden und wieder reinfinden. Ich habe noch einen Fotoapparat hier, den könnte ich vielleicht hier in die Ecke mal schmeißen. Da, siehst du, da geht doch einfach. Ach so, ja, genau. Dann kann ich den Fotoapparat da nachher auch abholen. So. Ja, das ist doch schon mal im Ansatz 66, gut gelaufen. Ja, okay. Habe ich eigentlich eine Dingskamera angezogen? Ja, du hast keine Kopfkamera an. Oh, ja, sowas. Also ja, weil ich so lange überlegt hatte, was ich jetzt noch als drittes mitnehme, da habe ich die Kopfkamera wohl vergessen. Also Kamera und Dots? Ja, ich habe Buch und Salz. Ich hoffe, ich finde es jetzt. Du bist einfach wieder ohne mich losgerasselt. Ja, hier. Aber da ist doch. Ich habe extra meine Fotoapparat liegt da in der Ecke. Ja, und dann muss ich. Dann da. Okay, nach links und wieder nach rechts. Ja, da genau. Ist es doch. So einfach ist das. So einfach. Habe ich gerade Piraten gehabt? Weiß ich nicht. Schreib ins Buch. Ist da noch was drauf? Einer ist noch. Einer geht noch. Können wir den aber jetzt wegschmeißen. Und meinen gleich holen. Aber dann hat er wenigstens nicht so viel versprochen bei dem vorherigen Update, dass die jetzt immer näher am Eingang sind. Vielleicht ist das auch nur Zufall oder so. Ja, man weiß es nicht. Aber er saugt kaum. Das ist aber, ja, das ist bei den großen Maps halt so, dass die automatisch, weil es macht ja auch Sinn, du brauchst ja automatisch hier länger. Als red mal gerade kurz mit ihm. Ja, okay. Muss erstmal wieder hinkommen. Was hat man denn noch als Aufgaben? Kerze. Ja. War das immer noch die gleiche Tür, hoffe ich? Ich nehme einfach mal eine Kerze mit. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Bist du nett? Also mit mir möchte er nicht reden? Okay. Oh. Eben gucken, ob er da ist. Es geht wieder der EMF. Oh, das ist ein Orb. Ein Orb? Schneit doch nicht, ne? Nee. Dann müsste da ein Orb sein. Ja, das ist ein Orb, ganz klar. Jetzt macht er wieder Türen auf. Ja, wenn wir keine Fingerabdrücke haben, haben wir schon einen Raiju. Okay. Dann würde das schon feststehen. Ich nehme schon mal eine Kerze mit. So, lass mal gucken. Oh, wir hatten... Fünfer, wir hatten ja. Ja, aber Finger. Achso, Interaktion. Okay, klar, ja. Naja. Fingerabdrücke. Frier war was? War irgendwas mit? Nee, war nicht, war nicht. War nicht. Dots. Auch noch? Mhm. Kann das denn? Ja, kann ich. Ja. Auch Raichu, ja. Ist aber dann deutlicher ein Raichu. Ja, ja. Auf jeden Fall ein Raichu. Ja, ja, eben. Okay, dann würde ich gerne. Kruzifix, so, nee. Kerze. Das Einzige, was da bleibt, ist ja, Kerze, die Kerze. Kerze habe ich ja schon. Ach so. Hingestellt. Okay. Gut, ja, cool.
Das wäre jetzt wohl cool. Ja. Wäre aber dafür, dass wir eigentlich hier ein Special noch machen wollten, doch ein bisschen kürzer, ich dachte. Aber gut. Dann ist das so. Ich wäre schön, wenn er noch was machen würde, irgendwie was bewegen, dass ich noch ein Foto machen kann. Gib uns ein Zeichen. Naja, ein Opfer da. Schließe eine Tür. Öffne eine Tür. Komm mal nochmal rein. Mach Krach. Mach Lärm. Wirf etwas. Oh, will er jetzt nicht. Schade. Katze ist aus. Ja, sehr gut. Okay. Hab ein Foto vom Geist. Ich schmeiß dir das Kreuz für die Füße und die tickt aus. Jetzt wird es aktiv. Jetzt wird es richtig aktiv. Hat funktioniert. So, mal eben gucken. Was hatten wir denn da? Schritt. Nee, Interaktion, da ist gar nichts. Ja, ich kann es nie glauben, dass wenn man. Warum wird das nicht als Interaktion gewertet, wenn die Kerze gerade ausgepustet wurde? Das finde ich schade. Ja. Ist ja eigentlich auch etwas, was man dann nur in dem Moment fotografieren kann. Aber gut, aber ein Dreier-Geisterfoto. Das ist ja schon cool. Schade, dass man die dann nicht richtig drauf sehen kann. Aber gut, als Thumbnail haben wir sie aber. Ah ja, habe ich sie gerade durchlaufen sehen. Ja, und damit ist unser 100-Jubiläum-Special zu Ende. Hoffentlich erfolgreich. Hoffentlich erfolgreich und hoffentlich Apotheke. Oh, ich sehe die ja echt mal deutlich, ey. Ja, cool. War es auf dem Foto? Mhm. Ich nicht. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und lasst uns dann vielleicht einen Daumen nach oben da oder vielleicht habt ihr ja auch mal einen netten Kommentar für uns immer. Was heißt mal? Habt ihr ab und zu immer mal einen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns dann weiter die Treue haltet auf die nächsten 100 Phasmophobie-Folgen. Und dann ja. Sagen wir für heute ciao, ciao und sind raus und sagen nochmal Danke für eure Treue. So, da sind wir nochmal kurz. Wir sind ja noch gar nicht abgefahren. weil die Auflösung wollen wir ja schon. Ich meine, es ist zwar klar, dass es ein Raiju ist, das war jetzt oh, danke dann, ne? für uns jetzt eigentlich selbstverständlich, aber trotzdem wollten wir das. Vor allem, wo wir $285 gemacht haben, das ist ja wohl der Wahnsinn. Für den Geist allein $50. Ja, geil, ey. Das ist ja der Hammer. Ja gut, große Karte, ne? Ja, wahrscheinlich, daran liegt es wohl. So. Und jetzt, sagen wir aber tschüss und bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen.